So Leute, der nächste Part. Ihr habt gesehen, wo wir stehen geblieben sind und jetzt wollen wir es doch endlich mal schaffen, oder? Come on!
Und wie findest du den Anderson? Ja. Den magst du nicht, ne? Am liebsten ins Krankenhaus kloppen, ey. So ein Penner, ey. So muss das sein. So muss der Stefan sein. Da machen wir eine Hausreinigung, ne? Hausklinik. The outsiders have been cornered by Kadanashi's disciples. Macht wieder unser schönes Warenhaus. Ah, endlich bekommen wir wieder Gesellschaft. Komm, dann nehmen wir wieder den. Da wieder auf. Mit Glänchen. Hauscleaning. Wo ist denn, wenn du sowas aufmachst? Mit dem komischen roten Hemd. Das sieht aus wie der Ricardo Diaz bei Vice City. Mach schnell. Ne? 45, wir nähern uns der Hälfte. Das Duell. Chris wants to challenge you in a one-on-one battle. Hau den Chris down. Glenn würde uns dabei helfen. Glenn. Am besten, die brauchen die anderen gar nicht zu zeigen, ne? Take him down! Kill him, fool! Kill him! Chris scheint schon ganz schön stark zu sein, ne? Ja. Er kämpft halt wie Eddie, ne? Capoeira. Der ist auch nicht ganz ohne, der Chris, der ist halt sehr, sehr schnell, wie man gesehen hat. Ja, der war ein bisschen sauer auf dich, glaube ich.
Ja. Steh ich ja, du bist doch so ein netter Kerl da immer. Kapier ich nicht. 46. The Outlaws are unhappy with their champion. They're going to punish Chris for losing the fight. Hast du gelesen, was da steht? protecting Chris. Jetzt muss er den Chris... Zuerst muss ich mal auf die Schnauze hauen und dann... dann ist der Bier schon trinken. Das war es. Erst muss man auf die Fresse hauen und danach wird er auch ein Bier schon trinken. Aus. Aber unser Brad hat vorher einfach die Nase bekommen. Situation is looking worse and worse. Ganz einfach, sie ist nur, schlag Bane die Beine kaputt. Von daher mit Chris ganz gut machbar, weil er kämpft ja nur fast unten. I've
heard that someone's jumped Katanashi's crew that were protecting the citizens. Wir müssen jetzt unseren wunderbaren Freund, den Anderson, besiegen. Das ist vom Steffen der Lieblingsman. Der ist doch, glaube ich, noch schlimmer als von Resident Evil 2, der, wie hieß er noch, der Freund? Ne, nicht 2. Bei irgendeinem hast du irgendeinen Hassgegner gehabt. Scheißegal. Hör mal drauf. Hey! Leute, es ist wirklich ein spannender Kampf zwischen diesen beiden krassen Kämpfern. Wir stehen natürlich alle auf Steffens Seite, beziehungsweise auf Brads Seite. Hey! So sieht ein Schlag aus. Eine Links-Rechts-Kombination von Brad. Yes. Anderson konnte dies nichts entgegensetzen. Gut gemacht, Brad, aka Steffen. Ich hasse den Typen. Ich hasse ihn. Ja, guck mal, einmal gekämpft, Dreck geschafft, next mit den Idioten. Aber es sah aus wie in so einem Kinofilm, ne? Zuerst groß auf die Fresse bekommen und dann doch noch. Dann ging es richtig ab. Level 50. So, die Hälfte ist geschafft, 50% haben wir. Jetzt müssen wir diesen scheiß Alex noch down machen. Ja, und du kriegst keinen Partner. Toll, zeig dir doch schön an. Der sieht nice aus, der Typ. Pass auf dich auf, der hat eine Lederjacke. Deep, 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 deep
ich muss wirklich sagen, von Level zu Level wird die Musik immer und immer und immer besser. Die Kämpfe vor allem auch, kinoreifer. Oh, der vermöbelt den. Sehr gut gemacht, Steffen. Das war die Hälfte. Er wird auch immer stärker, ne, unser Brad? Ja. Close combat. Our enemies are starting to play dirty. They know they don't stand a chance against you. Haben wir eigentlich jetzt alle Stages schon gesehen oder kommen noch welche? Es kommen definitiv noch welche. Es kommt eigentlich bis ins letzte Level noch Stages. Läuft. Guck, der Typ da wie bei Walking Dead so Dingen erinnert. Wie heißt das nochmal von Walking Dead? Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Lucia. Ja, Lucille, ja. Dann nimm mal Lucille ab und dann... Dann nimmst du der andere. Wir brauchen kein Lucille, wir haben Bam. Ja. Viel besser als Lucille, Brad, ne? Brad hat sich schon geholt. Hier geht's auf jeden Fall richtig gerade ab, Leute. Ihr merkt es. Jeder kriegt seine Portion. Steffen könnte eigentlich die zwei einfach in den Sack reinstecken und die kriegen alle ihren Schlag ab. So. Der Glenn macht sie alle fertig. Ich glaube, das ist mein zweitliebster Charakter, der Glenn, ne? Von dir. Nee, von dir jetzt. Ja, das ist gut. Ich finde ihn auch cool, also... Ja, muss ich ja nehmen. Boah, dieser Glenn von dem Quadrat. Dicken hier die... Na, guck mal die schweren Dinger an, da. Okay, zum nächsten Versuch. Lucille wird einfach mal weggeschmissen gegen Brads Kopf. Läuft. Ja.
Ich muss natürlich auch schon mal sagen, die Gegner, die da jetzt sind, sind körperlich schon extrem stark gebaut, ne? Und vom Kampf her ziemlich stark, das siehst du ja. Gut, Glenn kann dem wahrscheinlich auch entgegensetzen von den Muskeln her. Brad von der Schnelligkeit. Aber es sind halt drei, ne? Und das ist halt unfair. Ich glaube, alleine als Brad gegen die drei hätte man fast keine Chance. Wobei, du kannst das, glaube ich, sogar einstellen, dass du ohne Partner bist, weil das hat, da sage ich selber, ganz besonders großen Respekt. Jetzt haben wir zwei Gegner. Jetzt geht's richtig ab, ja. Ja, Mann. Naja, Leute, ich würde mal sagen, an der Stelle haben wir jetzt den Part auch wieder abgeschlossen. Wir sind eigentlich ganz schön weit gekommen. Wir sind jetzt, wo sind wir? Was haben wir? 51%. Ja, Part 5 passt ja irgendwie. Vielleicht schaffen wir es ja mit Part 10. Kommt drauf an, wie gut die ganzen Dinger besiegt werden, ne? Die ganzen Penner. Ja, immer so eine Sache. Gut, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.